Кабас колбасит соло, колбасер по пояс голый. Hallo meine lieben Freunde, willkommen zu meinem neuesten Video. In meinem vorletzten Video habe ich euch ja meine ganzen Ammoniten gezeigt und meine Fossilien, die ich ja als Hobbypaläontologe gefunden habe. Und eure Reaktion sah ungefähr so aus. Und deshalb habe ich mir so gedacht, hey, warum nehme ich euch nicht einfach mit? Warum lasse ich euch nicht teilhaben an dem, was ich tue? Dass ihr seht, wie das so ist als Hobbypaläontologe. Und dass ihr auch seht, was braucht man alles dafür, wohin muss man dafür gehen, was muss man dafür alles wissen, um zu wissen, okay, da und da darf ich oder da und da nicht, oder was ist das genau für ein Ding, was ich da gefunden habe, oder was weiß ich. Deshalb hatte ich auch die Idee eines neuen Formates, nämlich hatte ich die Idee, ob ich halt euch beim nächsten Mal mitnehme, wenn ich Steine klopfen gehe oder meinen Beruf oder beziehungsweise mein Hobby als Paläontologe weitermache. Und ich werde es auf jeden Fall noch machen, denn ihr müsst euch vorstellen, die Dinosaurier waren für mich immer noch, das ist ein Thema, das ich einfach liebe. Ich liebe dieses Thema einfach mehr als alles andere, wirklich, ich liebe es einfach. Da könnte ich mit einem Freund stundenlang diskutieren, ich liebe es einfach. Und deshalb werde ich auch wirklich noch oft, ich werde noch oft Steine klopfen gehen und mein Hobby weitermachen. Denn es ist einfach so ein tolles Gefühl, wenn du einfach einen Stein findest, wo du wirklich so ein Fossil drin ist, und das macht einfach extrem viel Spaß. Und deshalb wollte ich euch mal fragen, Leute, hättet ihr Lust auf dieses neue Format, dass ich, wenn ich Steine klopfen gehe, euch mitnehme, dass ihr das mal seht, wie ist das so, Steine klopfen zu gehen, oder was braucht man dafür, wo kann man das machen, was kann man alles finden? Denn versteht mich nicht falsch, es macht mir extrem viel Spaß, aber ich will euch damit jetzt nicht anregen, dass ihr es auch machen müsst, überhaupt nicht. Aber es würde mich echt freuen, wenn ihr so seht, was macht man da? Was macht man da so alles? Wie lange muss man warten? Beziehungsweise wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man was findet? Und deshalb wollte ich mal dieses Video machen, um euch zu zeigen, um euch zu fragen. Diese Frage geht jetzt an euch raus. Möchtet ihr so ein Format haben über Dinosaurier oder generell, dass ich euch einfach mitnehme zu Fossilien ausgraben? Dass ich euch mitnehme und euch quasi einen Einblick verschaffe, wie das so ist als Hobbypaläontologe. Vielleicht wollt ihr dann auch anfangen, ein Hobbypaläontologe zu sein und Fossilien auszugraben oder Fossilien zu finden. Leute, ganz ehrlich, das ist auch komplett euch überlassen. Schreibt es mal in die Kommentare. Wollt ihr dieses neue Format, dass ich quasi euch mitnehme, wenn ich Steine klopfen gehe und Fossilien ausgrabe? Oder sagt ihr eher, nee, mach lieber das, was du immer machst. Pokémon, Disney und weitere. Deshalb, Leute, schreibt es jetzt in die Kommentare, was ihr möchtet. Dem Video könnt ihr auch gerne Daumen nach oben oder Daumen runter geben, ist euch überlassen. Und Leute, das war's für diese Woche. Haut rein und ciao!